Hallo und willkommen zurück zur Jake, nächsten können Sie mich hören, Luis? Folge von Let's Play Alien Isolation. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, habe ich hier was für Sie. Ich habe leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Oh, fuck, wo sind wir? Heilige Scheiße. Was spielst du, Red Gamer? Alien. Kenn ich nicht. Scannen Sie mit dem Ortungsgerät nach dem Signal. Also. Forster, Meeks, haltet eure Augen offen. Wir sind anscheinend, wenn ich mich letzte Folge erinnere, haben wir mit dem einen Typen geredet und der wird jetzt erzählen, was passiert ist. Oh lol, Alter, wie geil ist das denn gemacht? Man ist richtig auf einem anderen Planeten und läuft hier gerade rum. Ich muss jetzt nach einem Signal scannen. Achso, wenn die Nadel ganz oben ist, oder was? Oh lol, schaut euch das an. Und die Sounds. Hilfe. Okay, das Signal geht in diese Richtung hoch. Luis. Oh. Konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Negativ, keine Ahnung, was das ist. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. Das könnte unser größter Fund sein, Marlow. Könnte sein. Ah, wir spielen Marlow. Okay. Ergibt Sinn. Aber wieso müssten hier anscheinend das Alien gefunden haben und haben das damit auf die Station geschleust irgendwie? Lauf mal schneller hier. Da. Kann ich rennen? Nee, kann ich natürlich nicht. Lol. Scanner packt voll in den drinnen. Lass mich mal vorgehen. Oh, schaut euch das hier mal um. Oh, das Gewitter. Heilige. Diese ganzen Details, das ist auch cool. Also für so ein altes Spiel finde ich das echt. Boah. Schau sich einer dieser Felsformationen an. Ja. Die sind durch das Klima hier verwittert. Das ist der natürliche Zustand. Nach diesem Ort ist nichts natürlich. Marlow, die Sprengladung kommt da nicht durch. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Herr Karl. Da komme ich nicht hoch. Haste, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Wer ist Haste? Ach, der Typ. Ja. Oh je. Yeah. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn die nicht zurückkommen, dann warten sie eben länger. Hallo. Willkommen im Stream. Und willkommen in der Aufnahme von Let's Play Alien Isolation. Hi. MC Space, sei leise. Wir gehen hoch in Redstone 6. Oh je, Alter, was ist das denn hier? Du kommst mit. Oh Gott! Ich entführe dich. Komm. Alter! Redstone 6 jetzt. Ja, das ist gemein, ey. Ich dachte, ich kann keine Jumpscares kommen. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Ach, die Brücke ist hinter mir eingestürzt. Ja, scheiße. Nicht so angenehm. Oh je, schaut mal da runter. Eieieiei. Kommen wir hier hoch? Kommen wir locker. Ja, wie weit bist du denn hier? Da rufen wir. Alter, die Sounds machen einen ja noch verrückt. Aber sowas von. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Die können mich sehen. Ja, wo denn? Einmal da oder da? Wollen die nämlich denn bitte sehen? Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breithalten. Ich jag das Ding in die Luft. Ah, hier. Cool. Bombe platzieren. Zurücktreten. Ja, laufen.
Hoffentlich wird das nicht allzu laut. Holy shit. Kommen die anderen da jetzt durch? Ah ja, 19. Kommen Sie mal hier durch. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Wohin denn? Nach links diesmal oder wohin? Ne, warte mal. Muss mir jetzt da wieder einer hochhelfen? Hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Ah ja. Helfen wir auch nochmal, Bruder. Wir brauchen hier nochmal... Warte mal, ist das unten links unsere Sauerstoffdinger? Dingens? Ja. Kommt ihr auch hoch? Sollen die denn hier hochkommen? Achso, der hilft dir alle hoch, okay. Achso, mal kurz im Ohr kratzen. Moment. Das Schiff kenne ich doch. Das ist doch hier aus Prometheus. Hier, diese Alien-Dingens. Ja, doch, hier steht hier, da ist der Ring. Doch, das ist dieses eine Schiff aus Prometheus. Wo die dann am Ende mit weggeflogen sind. Ach du Scheiße. Finden Sie den Ursprung des Signals. Lol, die haben wirklich... Ja, stimmt, Prometheus war ein Teil der Alien-Serie. Also ich habe alle Teile gesehen, so ist es nicht, ne? Prometheus war ja auch ein Teil davon und da... Stimmt, da war doch die Mutter. Die hatte damit so irgendein komisches Alien-Vieh auch in sich und das hat sie dann in irgendeiner Krankenstation eingesperrt oder das von dem einen Schiff abgekoppelt wurde. Und dann haben die sich nämlich, da ist sie rausgegangen, hat mit dem Androiden, der Android ist ja eigentlich böse, und der, und also die beiden haben es dann geschafft, noch ein Schiff zu nehmen und damit zu fliehen. Aber in dem Schiff sind natürlich die ganzen Alien-Eier gewesen. Oh fuck, da ist der Eingang zum Schiff. Wir gehen doch jetzt nicht wirklich ins Schiff rein, oder? Okay, das wird eine ganz spannende Folge diesmal. Aber eine ganz, ganz spannende Folge. Ach du Scheiße. Weil die... Ich weiß, dass die Prometheus auf der Suche nach den Schöpfern waren. Die Schöpfer, die die Menschen geschaffen haben. Oder verwechsel ich das gerade? Holy shit. Oh, ja, hier ist alles voll mit diesen... Oh, Scheiße. Was zur Hölle hofft sie hier zu finden, Marlow? Etwas Großes. Hoffen wir auch. Erkunden Sie das Wrack. Aber das ist ja mal mega geil gemacht. Komm, lass mich vorbei. Ich will jetzt erst dahin. Hab ihn überholt, ha. Oh, Leute. Wie lang ist denn dieser Gang? Oh, das ist gut. Ich wollte schon gerade fragen, wie lange geht der Gang hier noch? Also, heute müssen wir jetzt genau das Cockpit finden. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Ja. Das ist ein Schiff. Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Das ist so ein... Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Das ist einer von diesen Schöpfern. Das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Aber das ist nicht das... Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? War schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Na
wenn sie noch hier sind, war es das mit. Oh Leute, das ist einer der Schöpfer. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Foster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Lol. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Nee. Es ist von den Schöpfern, die die Menschen geschaffen haben, wollten sie dann wieder vernichten. Ach du Scheiße. Guten Tag. Kennst du auch bestimmt von Alien den Film Prometheus, oder? Nein. Ah. Okay, warte, was soll ich jetzt suchen? Wenn sie ursprünglich den Signal jetzt, okay. In irgendeiner Höhle soll ich gehen. Warte, war da oben nicht so eine Höhle? Ach du Scheiße, ey. Na, so haben die das kontrolliert. Ich meine, es gab ja auch irgendwo einen großen Sitz oder so. Da, oh doch, ernsthaft, dass ich da runterkletter, oder? Doch. Anscheinend schon. Mann, Sam ist jetzt AFK. Er wollte mit mir Flugzeug spielen. Aber wie soll ich denn da runter? Nee, hä? Wo soll ich denn hin? Ich hab jetzt extra eine AC-130 gekauft. Ja, das passt gerade überhaupt nicht zum Thema. Wieso? Weil ich hier gerade ein ganz anderes Spiel spiele. Mein Thema ist schön. Warte mal, da kamen wir her. Soll ich vielleicht mit ihr reden? Finden Sie das Wrack? Finden Sie das Notsignal? Erkunden Sie das Wrack? Ja, wo soll ich denn hier hin? In irgendeiner Höhle soll ich. Aber ich keine Höhle. Außer das da oben. Und da komme ich ja nicht rein. Wir gehen einfach mal um das ganze Ding rum. Angestupst. Oder sollen wir da hinten hoch zum großen Ding? Nee, ne? Okay, dann sehen wir mit E. Oben waren wir schon. Was ist das hier? Da sind wir hergekommen. Sprich, wir haben nur noch das ganz große Ding vor uns. Aber schaut euch das mal an, Alter. Heilige Scheiße. Machen wir noch ein Bild davon. Weil wir haben Zeit. Verdammt. So. Okay, dann versuchen wir mal da hinten hochzukommen. Heilige Scheiße. Kommen wir denn Aiden überhaupt hoch? Sieht so aus, vielleicht. Soll ich hier hoch? Und da kommt das Ding auf jeden Fall her. Ah, lol, okay, doch, ich hatte recht. Okay, wir müssen hier hoch. Boah, Alter, ey, das wird ja noch richtig abgefahren hier. Boah. Und ich wette, wir finden gleich den Raum mit den Eiern. Ich gehe ja ganz allein hier lang, ja, toll. Aber er hat ja überlebt, also kann ja nichts Schlimmes passiert sein. Mix? Ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. What the fuck ist das denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich für Sonden nehmen soll. Das oder das andere Bild? Diese Dinger gehen an.
das irgendwie. Alter! Junge! Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlo, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn! Bin schon auf dem Weg. Kehren Sie zu Simon zurück. Och, Alter, hat mich das gerade erschreckt. Alter. Junge. Wir haben das Signal jetzt abgeschalten. Alter, diese Sounds. Also, Alien Isolation Folge 10 ist auf jeden Fall richtig geil. Und die haben das Ding endlich mal aufgebaut. Ist irgendwas passiert? Nö. Gut. Ich will jetzt wissen, was hier los ist, Alter. Da braucht man keine Angst vor dem Alien haben. Auch mal gut. Und dieser Fettbroxen, der hat auch schon seit. Der hat bestimmt was zugenommen auch gehabt, noch während der Todes. Was ist. Was ist eigentlich was? Hm. Oh, ich darf jetzt runtergehen. Ich wette, da unten sind die Eier. Auf nach unten. Nein. Machen wir mal hier zu, ne? Wetten, da sind die Eier, wetten. Ich wusste es. Ach du Scheiße. Du sagst es. Ganzen Alien-Eier. Oh, shit. Oh, fuck. Und das. Ja, und da kommt jetzt Safety Aliens raus. Oh ja, ich wusste, die Facehugger. Geht doch nicht so nah ran, ihr Vollidioten. Das ist ein ganzes das ist ein Facehugger. Oh. Ja, die sind nicht sehr lecker. Oh, Leute. Eine actionreiche Folge. Mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten. Oh, zurück bei dem Marshall. Alter, ich hab komplett vergessen, dass wir hier waren. Oh, das Alien ist hier, hat er gesagt, ne? Ein Flammenwerfer! Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Haben wir endlich was, womit wir jetzt Alien abhalten können? Das wäre schön. Okay, das Alien ist also hier. Wo ist es? 500 Muni. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Systec. Haben wir noch irgendwas? Nee. Okay, Leute. Transit zum Systec-Turm. Aber erst gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Das Schnappmaterial haben wir voll.
Hier ist sie. Mal gucken, ob sie gleich gut geht. Oh, jetzt wissen wir. Dr. Lingard. Warte mal. Ja, eigentlich wollten wir ihr Leben retten und nicht. Ja, gut. Ich weiß, jede Folge einmal einen Menschen töten. Ich muss mehr wissen. Alles. Wo ist ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Naja. Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut. Hier war nichts, ne? Genau. Wait. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Hab da was, das Sie gebrauchen könnten. Achso, da war der Speicherpunkt. Ja, gut. Schnappen wir so kurz den Flammenwerfer, speichern nochmal. Gib mir den Flammenwerfer. Hier nochmal das einnehmen, genau. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Naja. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und... Lass nochmal speichern. Ich werde von hier aus alles überwachen. Genau. Ja, machen Sie mal... Okay, gut, Systec. Machen Sie mal auf. Wir können hier einfach hier durch. Stimmt, hier war noch nichts drin. Okay, ist auch nichts. Ja, vielen Dank, dann gehen wir mal. Moinsen, Leute. Sorry, dass ich letzte Folge mit der Bettgranate abgeschmissen habe. War ich beabsichtigt. Ja, bin ich. Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Stimmt. Wir sind das Einzige, was zwischen Sebastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Gute Einstellung. Ach, der Typ ist ein Android. Ah, lol, ja, gut. Zum Systec durch. Turm. Wobei das Alien kommt, verpassen wir einen mit dem Flammenwerfer. Ich kann gleich mal ein bisschen rumrennen. Huch, Leute. Naja. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt noch da eben schnell zu dem Typen hin. Und dann gibt's gleich noch ein paar Minuten Diabotical und dann wäre es das auch für den heutigen Stream. Wir haben unseren Flammenwerfer bereit. So, wo müssen wir hin? In der Serverfarm ein. Ich bin im Systec-Turm. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Das Biest ist wieder hier. Unser Freund ist wieder da. Unser Kumpel ist wieder anwesend. Ich möchte einmal austesten, ob der Flammenwerfer was bringt, aber ich will jetzt keine unnötige Munition verschwenden. Weil wer weiß, wie viel Muni wir für den Flammenwerfer kriegen. Das
natürlich auch so eine Sache. Doch, ist ja, wo ist es jetzt? Oh, ich dachte. Was sind die Leute? Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Die böse sind? Einmal. Moinsen? Die Kreatur ist in der Nähe. Oh, sind lieb. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Die sind lieb. Alles gut. Wir müssen die Dinge hoch. Ah, da ist irgendwas Wichtiges. Ach Leute, das ist doch diese eine Stelle hier. So, hier brauchen wir nicht anhören. Wir müssen... Six and Security. Wo müssen wir denn? Ah, jetzt können wir es ja aufschneiden. Stimmt. Okay, hier ist keine Lüftungsschacht, alles gut. Verbesserung für Plasmaschneider. Komm, jetzt habe ich den Kai immer noch nicht durch. Auch toll. Ah, ich weiß, dass du da bist. Du brauchst dich nicht noch extra bemerkbar machen. Direkt hinter der Wand, Alter. So, warte, waren wir da nicht schon mal? Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hey, hochwertige aus dem Glasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Batterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Hoffen wir mal, dass es auch klappt, ne? Hoffen wir mal, dass er uns nicht mit einsperrt. Aber wir haben keine Angst mehr. Hier war das erste Mal, wo wir das Alien gesehen haben. Wisst ihr noch? Wir speichern lieber nochmal vor, bevor es jetzt von oben runterspringt und uns tötet. So, machen wir mal die Tür auf. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Wollen Sie, du greifst mir nicht an, ne? Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Vielen Dank. Okay, warte mal, ich soll alle schließen. Sperren Sie das Treppenhaus ab, ja, wie denn? Ihr seid ja irgendwie lustig. Okay, das heißt, wir stellen jetzt eine Falle auf. Aber. Ich würde es einmal umbringen lassen. Komm her, Alien, Alien. Hallo! Ja, komm her! Hab ich's? Oh. Okay, wir können es auf jeden Fall für kurze Zeit loswerden. Oh, da ist es wieder, da ist es wieder. Flammenwerfer, Flammenwerfer. Hallo, komm her. Komm her! Okay, ja gut, das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.